So. Ja. Ich hoffe, dass ich wieder da bin. Bei mir ist gerade schon alles abgestürzt. So. Okay. Okay, Uwe schreibt, habe Angst, wirklich alles wahrhaben zu können, aber Wahrheit lässt mich auch nicht los. Schwimme irgendwo dazwischen, weiß nicht, was Wahrheit ist, kann nichts dafür tun. Und er schreibt noch, mich zieht es halt hierher. Ja, also das ist das, was passiert. Ja. Das. Wir können auch sagen, das ist es. Ne? Das ist es schon. Ne? Einheit oder Gott oder wie auch immer man das nennen mag. Genau dieses. Ne? Sprechen, hören, in die Kamera schauen, auf den Monitor schauen, sich in einem scheinbaren Raum befinden mit Einrichtungsgegenständen, Licht. Was weiß ich, was da ist. Das ist Einheit. Das ist Gott. Wahrheit gibt's nicht. Also da ist, es gibt keine Wahrheit, sag ich mal, sondern nur was erscheint. Ja. Aber das, was erscheint oder Einheit, sag ich mal, ist weder wahr noch unwahr oder so. Ja. Uwe schreibt, ich falle ständig auf Gedanken herein und Emotionen. Ja und nein, also weiß ich nicht genau, was du damit meinst. Die Sache ist die, dass dieses scheinbare Ich oder die Wahrnehmung, jemand zu sein, dass die quasi Gedanken und Emotionen als Realität wahrnimmt. Und es nimmt Gedanken und Emotionen als etwas wahr, das ihm passiert. Das heißt, da kommt ein Gedanke und dann wird ist erstmal das Realität, dass der Gedanke kommt und dem Inhalt des Gedankens wird mehr oder weniger geglaubt. Ja. Aber im Prinzip ist da niemand, der auf Gedanken in dem Sinn hereinfällt oder so. Uwe schreibt, bin leicht verletzlich, zum Beispiel Entwürdigung auf der Arbeit, Klammer Altenpflege. Ja, das. Ja, das ist, was erscheint. Ja.
Uwe schreibt weiter: Was ist es, was diese schmerzhafte Diskrepanz zwischen dem, was erscheint, und dem, wie es empfunden wird, erzeugt? Naja, im Prinzip könnte man sagen, es ist dieses scheinbare Ich oder diese Wahrnehmung, jemand zu sein, die sich getrennt fühlt, die sich wie was Eigenes fühlt, wie etwas, das eine eigene Essenz hat. Na, dieses scheinbare Ich, sage ich jetzt mal, um das zu beschreiben, lebt wie in einer Traumwelt. In dieser Traumwelt spielen bestimmte Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel, es gibt Gut und Schlecht, es gibt Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, also es gibt Zeit und Raum und vor allem Realität. Es wird alles, was passiert, wird im Prinzip als real erfahren, als nur real. Und das scheint dem eine gewisse Bedeutung zu geben, Relevanz, Wichtigkeit. Was auch passiert ist, dass dieses scheinbare Ich alles auf sich bezieht. Also es kann nicht anders. Quasi mein Leben, es sind meine Situationen, wie auch so. Das ist eine Sache davon. Die zweite Sache ist, dass dieses scheinbare Ich nichts anderes macht, außer sich als Ich wahrzunehmen. Also als etwas, das scheinbar getrennt ist. Und es scheint so zu sein, dass genau in dieser scheinbaren Trennung im Prinzip das Unbefriedigtsein liegt. Nicht in dem, was geschieht, in Anführungszeichen, sondern dass da jemand ist, der glaubt, es geschieht ihm. Beziehungsweise eigentlich nicht, dass es jemand glaubt, sondern dass es auf eine Art so erlebt wird. Uwe schreibt: Ja, auf sich beziehen ist bei mir sehr stark. Ja, im Prinzip dieses scheinbare Ich, diese Wahrnehmung, jemand zu sein, kann gar nicht anders, wie alles auf sich zu beziehen. So funktioniert im Prinzip dieses ganze scheinbare Spiel von scheinbarer Trennung, ne? Dass da eben dieses scheinbare Ich ist, wie so ein künstliches Zentrum, wie etwas, das als real erfahren wird, ich, und alles drumrum, was scheinbar getrennt ist, passiert mir. Also ich bin quasi der Mittelpunkt von allem und alles Geschehen geschieht um mich rum und geschieht mir. Ja. Genau. Das ist die Wahrnehmung, in der dieses scheinbare Ich lebt. Uwe schreibt: Trennung als solches empfinde ich nicht, aber Betroffenheit. Ja, okay. Es ist spannend mit der Trennung, weil man nimmt es nicht wirklich wahr. Also Trennung ist in dem Sinn nicht zu finden, nicht zu fühlen auf eine Art. Weil da ist nichts getrennt. Also es gibt diese Trennung nicht. Es gibt dieses Ich nicht, das wirklich getrennt ist. Ne? Das ist scheinbar getrennt. Ahnung davon schreibt, ist es denn so eine Art Verwandlung vom scheinbaren Ich zum das alles oder nicht etwas? Also letzten Endes
kann man es nicht beschreiben. Ich verwende andere Worte dafür. Ich würde es so beschreiben, dass wenn diese Wahrnehmung, jemand zu sein, dieses scheinbare Ich nicht mehr da ist, sage ich mal, dann ist automatisch nicht etwas. Wobei natürlich immer nur nicht etwas ist, denn auch dieses scheinbare Ich ist nicht etwas. Also es gibt weder ein Ich noch gibt es ein scheinbares Ich. Da ist nur nicht etwas. Vielleicht könnte man diesen scheinbaren Vorgang auch Verwandlung nennen. Naja, jein. Es hört sich so an, wie wenn da etwas ist, das sich verwandeln könnte. Aber im Prinzip ist da nur nicht etwas. Oder ist da nur das, was erscheint. Und es erscheint eben, wie es erscheint. Und kann auch als scheinbare Trennung erscheinen. Uwe schreibt, existiert Wahrheit und Illusion gleichzeitig? Ja, also wie gesagt, ich habe es mit dem Wort Wahrheit, weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Da ist nur nicht etwas. Oder das. Oder Einheit oder Gott oder wie auch immer man es nennen mag. Das. Und das erscheint auch als Illusion. Das erscheint auch als scheinbar jemand sein, der in dieser Traumwelt lebt. Auf eine Art ist die Illusion, dass es jemand gibt, der getrennt ist. Oder dass es überhaupt etwas gibt, das getrennt ist. Das ist auf eine Art eine Illusion. Aber auch diese Illusion ist nicht etwas. Oder ist es, was erscheint? War bestimmt überhaupt nicht hilfreich. Cool. Cool. Ich glaube, manche verwenden für dieses nicht etwas das Wort Wahrheit. Aber für mich ist das nett in dem Sinn. Stimmt. Hey, hallo. Guten Abend. Ahnung davon schreibt, wenn ich etwas rauche, ist es klarer, dass da niemand ist. Doch im Nüchternen geht das nicht so. Wieso? Also spontan, wobei das jetzt eine Vermutung ist, ne, ist, wenn du was rauchst, ist irgendwie ein Zustand von Entspannung. Ich weiß nicht, das fühlt sich für manche
anregend an für manches, eher runterfahren, manche, keine Ahnung, wie sie es für dich anfühlt. Aber niemand sein ist kein, in dem Sinn kein Zustand von Entspannung oder von sich gut fühlen oder wie auch immer. Und mir scheint, wovon du sprichst, ist eine Art Zustand. Ist eine Vermutung, allerdings. Auch Klarheit ist im Prinzip ein Zustand. Okay, zuerst Uwe schreibt, ich kann dir irgendwie folgen, aber was ich nun bin, nicht erfassen. Ja, absolut, absolut. Das, was erscheint, ist nicht zu erfassen, nicht zu verstehen, nicht wahrzunehmen, nicht zu erkennen, nicht zu wissen, nicht irgendwas. Denn es ist nicht etwas. Ja. Wovon wir hier reden, in Anführungszeichen, ist das Ende von diesen scheinbaren zwei. Der, das Ich, das versucht, alles Einheit zu kennen, zu fassen, zu wahrzunehmen, zu fühlen, zu haben, was auch immer. Das ist quasi, da ist einfach Einheit, alles. Nichts zu wissen, nichts zu erkennen, nichts, was auch immer. Da ist nur nicht etwas. Da ist nur Einheit, die nicht erkannt wird oder gewusst wird oder irgendwas, die nicht gefühlt wird, die kein Zustand ist. Ja. Genau. Jeder kennt es auch. Uwe fragt weiter, bin ich alles, was erscheint? Das eine Art Wahrnehmung braucht. Also dieses scheinbare Ich lebt in Wahrnehmen. Also in ich bin hier und nehme die Welt wahr. Wahrnehmen ist eigentlich quasi die Beziehung zwischen diesem scheinbaren Ich und der Welt. Wahrnehmung ist eine Geschichte sozusagen, ist Teil dieser Traumwelt. Oder scheinbare Trennung läuft über Wahrnehmung. Genau. Aber da ist nur, was erscheint. Ohne diese Wahrnehmung jemand zu sein, hört auch Wahrnehmung an sich auf. Und da ist nur, was erscheint. Gedanken, Gefühle, Sprechen, Hören, in die Kamera schauen. Uwe schreibt, ich bin auch das, wohin ich nicht gucken kann. Das verstehe ich nicht ganz, aber da ist nur nicht etwas, da ist nur Einheit. Von mir aus, wenn man jetzt diese andere Sprechweise verwenden würde, kann man sagen, ja, du bist alles oder ich bin alles. Allerdings ist da kein Ich und kein Du, das alles sein könnte, sondern da ist nur Sein. Uwe schreibt, ah, es geht um den Wegfall von etwas. Ja, im Prinzip könnte man das so sagen. Es geht natürlich um nichts, denn da ist nur nicht etwas. Da kann im Prinzip nichts wegfallen. Aber von der Story her ist es genau das. Das Ende von diesem Ich, das Ende von dieser Wahrnehmung, jemand zu sein. Das Ende von diesem scheinbaren Etwas.
Genau. Es gibt nichts zu gewinnen, es gibt nichts zu ergänzen, es gibt nichts zu erreichen, nichts zu schaffen, wie auch immer. Ohne diese Wahrnehmung jemand zu sein, ohne dieses Leben in der Traumwelt von morgen, von gestern, von hätte, könnte, sollte, ohne diese Traumwelt von Möglichkeiten, sage ich mal, ist einfach das, was erscheint. Und ohne diese Wahrnehmung von Trennung von ich und die Welt ist das, was erscheint, alles. Da ist dann nur das, kann auch nur, weil es nichts anderes gibt. Keine Zukunft, keine Vergangenheit. Da ist überhaupt nichts, das heißt etwas erscheint, sondern nur. Da ist überhaupt nichts, das etwas ist, sondern nur nicht etwas. Nur nicht. Nur nichts Bestimmtes. Uwe schreibt weiter: Ich meine Fixierung von etwas, das wegfällt, aber nicht erreicht werden kann. Ja, als Geschichte kann man das so schreiben. Dieses scheinbare Ich ist wie so ein künstliches Zentrum, das in einem Fokus lebt. Das schaut quasi mit einem bestimmten Fokus in die Welt. Genau. Ohne dieses scheinbare Ich ist einfach nur, was erscheint. Automatisch. Ohne dieses scheinbare Ich, das alles als etwas wahrnimmt, sich als etwas und deshalb das, was getrennt ist, auch als etwas, fällt diese ganze Wahrnehmung von Subjekt, Objekt, von etwas weg. Und da ist automatisch nicht etwas. Weil nicht etwas ist die einzigste Realität, sage ich mal. Okay, Latan fragt, kannst du auch ein anderes Wort mal sagen für dieses Niemand? Man könnte das fast noch ein bisschen unpersönlicher sagen, im Sinn von, es gibt keine getrennten Instanzen. Es gibt keine getrennten Etwasse. Ob das jetzt ich ist oder Gott oder Teufel oder Lampe oder göttliche Intelligenz oder Welt oder Universum, es gibt diese Dinge, sag ich so, gibt es nicht als etwas. Das ist nur nicht etwas. Da ist nur nicht etwas. Und es gibt weder ein Ich, noch ein Gott, noch ein Teufel, noch eine Welt, noch ein Universum, noch sonst irgendetwas. Etwas. Da ist immer nur nicht etwas, das erscheint als das, als was erscheint. Als Zimmer, als Sprechen, als Hören, als eine Kamera, Monitor. Das ist Gott, das ist alles, was es gibt, das ist Einheit. Und im Prinzip ist das völlig jenseits von jemand sein oder niemand sein oder ist völlig egal. Aber es ist eben nicht getrennt. Da ist keine Trennung. Darauf weist dieses, da ist niemand hin. Keine getrennten Etwas, keine getrennten Dinge, keine Instanzen und eben auch kein jemand. Nur scheinbar. Ahnung davon fragt, und dort, so bei Andreas, ist diese fokussierte Sicht plötzlich einmal weggefallen. Letztendlich scheint es so zu sein. Ja. Als Story. Es ist eine Story. Im Prinzip ist da nichts, das weggefallen ist. Es gibt kein Ich. Da ist immer nur das, was erscheint. Ja.
Wenn ich jetzt eine Story erzählen müsste, würde ich sagen, ja, es ist schwierig, weil es ist einfach eine Story. Ne? Aber so könnte man sagen, dieses letzte Wegfallen, dieses. Ja. Das geschieht als Story plötzlich. Aber vielleicht der Vollständigkeit halber, auch dieser Schein bei Andreas hat auch eine lange Sucher-Story. Aber es ist auch eine Geschichte. Da gibt es keinen Zusammenhang oder so. Ahnung davon fragt ein Perspektivenwechsel also. Ja, okay. Von mir aus könnte man das so beschreiben als eine Art Perspektivenwechsel. Aber was ich einfach der Vollständigkeit halber, da ist niemand oder keine Instanz, die die Perspektive wechselt. Also es ist keine, es ist nichts, es ist kein persönlicher Perspektivenwechsel. Um das zu beschreiben, können wir sagen, ja, dieses scheinbare Ich, das aus einer Perspektive lebt, sag ich mal. Oder das durch seine Perspektive auf die Welt, dieses scheinbare Ich ist nicht mehr da. Diese ganze Wahrnehmung, jemand zu sein, ist wie verschwunden. Sagen wir, verschwunden. Keine Ahnung. Und das könnte man als Perspektivenwechsel bezeichnen. Aber da ist niemand, der die Perspektive wechselt. Da ist niemand, der jetzt aus einer anderen Richtung in die Welt schaut. Da ist einfach niemand mehr, der in die Welt schaut, sondern nur was erscheint. Uwe schreibt: Ich bin dankbar für deine einfachen Worte. Kann gut folgen, bleibe aber in meiner Lage. Irgendwo reinversetzen geht nicht. Ja. Das ist, was erscheint. Dieses scheinbare Ich lebt in der Wahrnehmung, dass das, was erscheint, dass es das nicht sein kann.
Es lebt immer in scheinbarer Trennung mit dem, was erscheint und kann so nie erfahren oder nie erleben, dass es nur das gibt, was erscheint. Das möchte immer was anderes haben. Das sucht immer einen Ausweg, eine Verbesserung, eine Methode, um das, was erscheint, das, wovon es sich getrennt fühlt, zu meistern. Ja. Aber da ist nur das, was erscheint. Das ist es, genauso wie es erscheint. Und da gibt es keinen Ausweg. Es geht nirgendwo hin. Also es gibt keinen Ausweg und es braucht keinen Ausweg. Denn das ist es. Und ja, diese Worte, das wird nicht gesprochen, um jemand zu helfen oder um jemand irgendwo rauszuhelfen. Denn da ist niemand. Es geht nicht raus, es geht nirgendwo hin. Da ist nur das, was erscheint. Und das ist das. Sprechen, hören, Gedanken, Gefühle, Sensations. Ja. Es gibt einfach nichts anderes. Das, was in scheinbarer Trennung lebt, glaubt, es gibt was anderes. Es lebt in dieser künstlichen Realität von morgen, von gestern, von könnte, sollte. Weil es sich von dem, was erscheint, getrennt fühlt. Weil es das, was erscheint, eben nicht als alles wahrnimmt, sondern nur als Teil. Es ist die Traumwelt, es ist unbefriedigend und deshalb sucht dieses scheinbare Ich etwas, eine Lösung. Und weil es quasi in Zeit lebt, sucht es die Lösung eigentlich meistens in der Zukunft. Sucht immer etwas in der Zukunft. Da ist aber nur nicht etwas und es gibt keine Zukunft. Es sucht, dieses scheinbare Ich sucht also das Falsche am falschen Ort. Es sucht etwas in der Zukunft oder in den Gedanken, in der Vorstellung, in irgendwo. Ne, sucht es etwas, aber es gibt nur nicht etwas. Also dieses scheinbare Ich wird nie finden. Nie. Ahnung davon. Und wenn Finden stattfindet, gibt es ja eigentlich gar niemanden mehr, der sagen kann, ich hab's gefunden. Ja, absolut. Absolut. Ja. Genau. Im Prinzip ist da eben niemand, der findet. Wovon hier gesprochen ist, wird, ist das Ende von demjenigen, der sucht. Wenn derjenige, der sucht,
endet, stirbt, wegfällt, nicht mehr ist, was auch immer, dann ist automatisch das, was erscheint. Und niemand mehr da, niemand da, der weiß, dass da nur das ist, was erscheint. Oder? Ja. Dieses scheinbare Ich ist auf der Suche und kann nicht anders, ist auf der Suche nach einer persönlichen Erfahrung, nach einer persönlichen Erleuchtung, nach einer persönlichen Befreiung. Es ist immer auf der Suche nach dem Jetzt habe ich's. Das wird nie eintreten. Hier ist niemand, der irgendwas hat, der irgendwas erreicht hat, der irgendwas weiß, der irgendwas. Hier ist einfach niemand. Nichts als Spaghetti schreibt, es ist unfassbar, dies zu hören, ohne Worte. Ja. Ja. Joachim 1 schreibt, dann gibt es keine Wahrnehmung mehr, nur noch Sein. Ja.
Ja. Da ist nur das, was erscheint. Das ist Sein. Ja. Nicht mehr diese Story von Wahrnehmung, nicht diese scheinbare Beziehung zwischen dem scheinbaren Ich und der Welt. Oder dem, was erscheint. Ja. Nichts als Spaghetti schreibt. Da ist einfach nichts. Nichts als Freude und Freiheit. Ja. Manche sagen auch, da ist nur Freiheit. Ja.
dann schreibt, wir sind alle platt. Alle haben wir das Ich verloren. Latran schreibt, jetzt hänge ich in der Luft und weiß nichts mehr. Du. Da kann nichts gewusst werden. Es muss nichts gewusst werden. Da ist nur das, was erscheint. Da gibt es nichts. Nichts zu wissen. Wissen gehört in die Traumwelt. Gehört zur Traumwelt des scheinbar Nichts. Des scheinbar Ich glaubt, etwas wissen zu können. Nur scheinbar. Ja. Latan fragt, ist bei dir auch, also Andreas, ist bei dir auch die Angst vor dem Tod weggefallen? Ja, würde ich schon, ja. Ich meine, es ist dieses scheinbare Ich, das in der Illusion lebt, ein eigenes Leben zu haben oder überhaupt zu leben als eine persönliche Erfahrung. Ja. Ohne dieses scheinbare Ich
findet natürlich diese ganze Illusion eben, dass ein eigenes Leben oder ein getrenntes Leben stattfindet, fällt natürlich weg. Insofern fällt natürlich dieses ganze Konstrukt von Tod weg. Also der Tod als ein Ereignis in der Zukunft fällt weg. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass die Angst vor dem Tod weggefallen ist, sondern die ganze Vorstellung von Leben und Tod ist weggefallen. Oder erscheint vielleicht höchstens, oder ist real und irreal. Eben ist auf keinen Fall Realität. Insofern könnte man dann sagen, dass natürlich auch die Angst vor dem Tod weggefallen ist. Aber hier ist jetzt niemand, der in Anführungszeichen den Tod vor Augen hat, aber jetzt keine Angst mehr hat, sondern er hat nicht mal mehr den Tod vor Augen. Was natürlich das mit der Angst sehr vereinfacht. Diese ganze Wahrnehmung von Zeit, von Zeit findet im Prinzip nicht mal als Realität statt. Insofern gibt es keine Zukunft. Also kann auch in Zukunft kein Tod stattfinden. Und es kann auch kein Tod stattfinden, weil jetzt in Anführungszeichen schon nichts lebt. Also du meinst, die Person hat noch Angst, aber ohne jemand ist dann nur das, was ist. Ja, genau. Ohne jemand scheinbar, was auch immer das bedeutet, ist einfach nur das, was erscheint. Das. Und niemand, keine Person, keine Instanz, die ein eigenes Leben führt. Keine Instanz, die ein eigenes Leben führt, das irgendwann in Zukunft enden könnte. Dieses Ganze ist schon eine Story, gehört zu dieser Wahrnehmung von diesem Scheinbaren. Genau. Das heißt, dieses scheinbare Ich, für das ist natürlich das Schlimmste, nicht mehr zu sein. Das hat natürlich Angst vor dem Tod. Klaro. Klar. Das, was scheinbar nur daraus besteht, ein eigenes Leben zu führen oder zu haben. Natürlich hat es Angst, nicht mehr zu sein. Was übrigens auch das ist, wovon hier gesprochen wird, auf eine Art. Worum es hier geht, ist wirklich diese Energie von scheinbar drin, dass diese Energie von ich nicht mehr sein kann. Und dann im Prinzip die Wahrnehmung von einem eigenen Leben aufhört. Latan schreibt weiter, also passiert, was eh passieren soll. Ich, Latan, habe nie etwas getan. Ja, auf eine Art könnte man das so sagen. Aber wie scheinbar Latan auch bemerkt hat, kann es vielleicht Erleichterung bringen, aber tröstet ihn nicht wirklich. Es ist keine Hilfe für diese scheinbare Person. Aber ja, natürlich, da erscheint nur was erscheint und auf eine Art kann man sagen, da geschieht nur was geschieht. Ja. Da ist niemand, keine Instanz, die da auf irgendeine Art eine Rolle spielt oder was macht oder was lässt oder was tun kann oder was nicht tun kann. Ja. Ist so.
Ja, klar. Na, ich sage das, ich habe manchmal so das, den Eindruck, deshalb sage ich das nochmal so, es war eigentlich zu viel gesagt schon. Ja, genau. Ja, genau, Wunde. Ja, genau. Es ist kein Mantra im Sinn von alles passiert, was passieren soll, alles gut oder so. Sondern ja, klar, da ist niemand. Joachim 1 schreibt, wenn die Ich-Auflösung stattgefunden hat, existieren keine Ängste mehr. Ich meine, da ist nur was erscheint und vielleicht kann da auch Angst erscheinen. Aber ich würde sagen, diese Existenzangst, also diese Geschichten, die können Sinn finden im Prinzip nicht statt. Ja. Weil da niemand ist, der um seine Existenz Angst hat. Ja. Keine Ängste, die in dieser essentiellen Schwere und die oder keine Ängste für die für dieses scheinbare Ich essentiell sind. Aber kann durchaus alles, also gleichzeitig erscheint das, was erscheint, kann als alles erscheinen. Als scheinbare Angst. Lampenfieber, keine Ahnung, Bammel, scheinbar Bammel vor scheinbar etwas, von der Situation, was auch immer. Aber diese existenzielle Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte, findet im Prinzip, kann nicht stattfinden. Denn da ist kein passieren könnte. Da ist kein Morgen. Da passiert nicht etwas. Da ist nur nicht etwas. Da kann nicht mal etwas passieren. Wie ist nicht mal Tod? Ja, es gibt keinen Tod. Es gibt keinen Morgen. Es gibt kein Etwas. Sondern da ist nur das, was erscheint. Sitzen, sprechen, hören, auf den Monitor schauen. Gedanken, Gefühle, ein scheinbares Zimmer und das alles ist nicht etwas oder Einheit oder Gott oder wie auch immer. Ja. Ja, da ist keine Angst vor morgen. Könnte auch sagen, da ist nur das, was erscheint. Und es kann als alles erscheinen. Gleichzeitig lebt dieses scheinbare Ich, so es denn scheinbar da ist, damit in der Geschichte und macht es dadurch zur Realität. Da erscheint dann nicht nur scheinbar Angst vor morgen, sondern Angst vor morgen ist Realität, weil an ein Morgen geglaubt wird. Und dadurch wird es heftig, dadurch wird auch diese Angst vor morgen zu etwas und bekommt eine Bedeutung,
bekommt eine Wichtigkeit. Ja. Und wenn dann scheinbar jemand da ist, der Angst vor Morgen erfährt, wird Angst vor Morgen als etwas Getrenntes erfahren und dadurch nicht mehr als alles. Bei eben dieses scheinbare Ich eben in so einer generellen Angst lebt. Ne? Das ist so, eigentlich so was ganz Undifferenziertes. So eine Angst, so eine generelle Angst, dass was Schlimmes passieren könnte. Ohne Ich finden diese Geschichten nicht mehr statt. Jetzt ging es aber ganz schön lange um Angst. Okay, also erstmal Latan. Wenn das Ich durchschaut wird, Andreas, also niemand da, lösen sich dann auch alte Verhaltensmuster wie Wut, Ärger? Ich würde Wut und Ärger nicht als Verhaltensmuster bezeichnen, sondern auch das ist einfach, was erscheint. Da ist nur, was erscheint. Was erscheint, kann auch als Wut und Ärger erscheinen. Ja. Es scheint so zu sein, wobei, ja, das wird mir schon zu schwammig eigentlich, ne? Dass dieses scheinbare Ich investiert natürlich energetisch in diese Story vom Ich hinein. Das ist eine Story. In dem Sinn gibt es eben keine alten Verhaltensmuster. Da ist nur das, was erscheint. Und spannenderweise, ist ohne dieses scheinbare Ich, ist eben das, was erscheint, Einheit oder voll oder absolut. Und es können eben auch scheinbar
alte Verhaltensmuster sein. Dieses scheinbare Ich glaubt, dass die Persönlichkeit etwas Persönliches wäre. Und es glaubt oft, dass dieses Unbefriedigtsein, diese Wahrnehmung von Trennung, dass dieses Unbefriedigtsein daherkommt, dass die Persönlichkeit nicht perfekt ist. Deshalb ist eine Methode von diesem scheinbaren Ich an der Persönlichkeit zu arbeiten. Das heißt, wenn ich mich so weit verändern kann, dass ich wie auch immer bin, dann wird es mir gut gehen. Wenn ich alte Verhaltensmuster aufgelöst habe, dann werde ich immer glücklich sein oder werde mich immer fair verhalten oder grob, dann wird Einheit stattfinden. Was dieses scheinbare Ich permanent übersieht, ist, dass da nur das ist, was stattfindet. Und wie gesagt, ohne dieses scheinbare Ich ist das Spannende, dass auch in Anführungszeichen diese Persönlichkeit eben nur so stattfinden kann, wie sie stattfindet. Oder anders gesagt, dass es so etwas wie diese Persönlichkeit gar nicht gibt, sondern nur nicht etwas, das erscheint als das. Nicht etwas, das erscheint als scheinbar jemand, der wütend ist. Was für dieses scheinbare Ich nicht Einheit sein kann oder nicht als alles erlebt wird, sondern als schlecht, als sollte nicht sein, geglaubt wird, dass es die Wurzel oder dass es die Ursache für Unglück ist, nämlich wütend zu sein. Das ist die Traumwelt und kommt aus der Wahrnehmung von Trennung, kommt aus der Wahrnehmung, dass das, was geschieht, nicht alles ist. Ja. Nichts muss sich verändern, damit das, was erscheint, erscheinen kann. Oder dass das, was erscheint, so erscheinen kann, wie es bereits erscheint. Dieses scheinbare Ich, diese ganze Energie, die versucht, in diese Persönlichkeit zu investieren, diese Energie ist einfach, fällt einfach weg. Was dann geschieht, was sowieso schon geschieht, ist freies, wildes, unkontrolliertes Sein. Und diese scheinbare Persönlichkeit wird sich so ausleben, wie sie sich eben auslebt. Mit allem Drum und Dran. Was sie sowieso schon tut. Dass, wie in jeder Story auch, scheinbare Verhaltensmuster wegfallen, sich verändern. Alles möglich. Alles möglich. Spielt aber keine Rolle. Absolut nicht. Okay. Uwe schreibt, einige Erwachte betonen das Fühlen. Was hältst du davon? Naja, mir scheint, dass das von diesem scheinbaren Ich wie eine Art Methode erlebt wird. Ja.
im Prinzip, aber ich kann damit nichts, in dem Sinn nichts anfangen. Ja. Also hier ist jetzt kein Rat, hier findet jetzt kein Raten statt von aus den Gedanken ins Fühlen zu gehen. Ja. Ahnung davon schreibt, kannst du auch normal leben ohne ich, also mit Personen interagieren, ohne dies zu erwähnen, dass du nicht bist? Da ist niemand. Und da war noch nie jemand. Das heißt, Leben geschieht einfach. Leben erscheint hier, wie es wahnsinnig gewöhnlich. Und da ist überhaupt kein Impuls, jemand auf die Nase zu binden, dass da niemand ist, weil da ist niemand. Weder hier noch da. Und hier wird zum Bäcker gegangen und eingekauft und manchmal arbeiten gegangen und Geld verdient und ja. Leben oder das, was so als Leben bezeichnet wird, hat noch nie jemand getan. Da ist niemand, ist bereits der Fall. Da muss niemand wegfallen oder so. Dieses Wegfallen ist eine Story. Es gibt keine getrennten Instanzen. Und dieses scheinbare Ich hat noch nie was getan. Das ist die Illusion. Es ist das, was dieses scheinbare Ich glaubt. Da geschieht Wecker klingeln, da geschieht Aufstehen, da geschieht zum Kühlschrank laufen und dieses scheinbare Ich lebt in der Wahrnehmung davon, den Wecker gestellt zu haben, den Wecker gehört zu haben, lebt in der Wahrnehmung von, aha, ich stehe auf, ich gehe zum Kühlschrank, ich werde arbeiten gehen. Das Spannende ist, dass all das wunderbar ohne Ich funktioniert. Und es funktioniert im Grund genauso, wie es schon immer funktioniert hat. Und da werden Sätze gesagt, wie ich gehe jetzt arbeiten, ich gehe zum Kühlschrank, ich. Da ist niemand, der in diesem, der in einem Gedankenkonstrukt oder in der Wahrheit lebt von ich bin niemand. Da ist einfach niemand und Leben geschieht so, wie Leben geschieht. Da wird zur Arbeit gegangen, da wird mit Kollegen gesprochen, da wird übers Wetter gesprochen. Was auch immer. Ja. Ja. Hier ist niemand, der weiß, dass da niemand ist. Und sich deshalb irgendwie verhält oder der deshalb nicht mehr mit Leuten reden könnte oder so. Ja. Es ist außerordentlich gewöhnlich. Ja. Es ist ein Aspekt von diesem Ende, von diesem scheinbaren Ich, dass das, was stattfindet, diese Gewöhnlichkeit, dieses So-Sein, dieses völlig Normal-Sein, dieses alles völlig Normal-Sein, dass das Einheit ist oder das Absolute oder das Wow. Das, was vorher nie genug war, das, was vorher immer als das kann es nicht sein, erlebt wurde, das ist auf einmal alles. Fernschauen, nörglich sein. Freude, whatever. Das ist im Prinzip das Wunder. Wo auch scheinbar
alte Verhaltensmuster als das erlebt werden. Von niemand. Und wo auch scheinbar alte Verhaltensmuster nicht etwas sind. Alles. Alles und nichts. Lathan schreibt, ich fasse es nicht. So einfach eigentlich, wenn man es begreift. Ja, es ist einfach. Aber sobald da jemand ist, der es begreifen könnte, wird es zu etwas. Und es kann man nicht machen. Was hier beschrieben wird, kann man nicht machen. Es findet schon statt. Es ist eine Beschreibung von dem, was bereits stattfindet. Es ist nicht zu machen und es muss nicht gemacht werden. Und nicht etwas sieht das Wunder. Und dieses Nicht-Etwas ist dieses Sehen. Es ist tricky, es tut mir jein. Es wird nicht gesehen, da ist keine Instanz, die das sieht, die in diesem Sehen lebt und dieses Sehen hat. Aber man könnte sagen, um das ansatzweise zu beschreiben, das, was erscheint, erscheint auch als Sehen von. Ja. Aber es ist auch nicht etwas. Es ist auch unmittelbar. Es ist auch ohne Story. Nicht so niemand, der in dieser Geschichte von Sehen lebt. Dafür, es ist eine Beschreibung für etwas, das absolut nicht beschrieben werden kann. Weil genau diese Beziehung zwischen dem Sehen und dem Gesehenen nicht stattfindet. Es ist auch das, was erscheint. So wie dieser Live-Video-Chat, das ist, was erscheint. Nicht etwas, das erscheint als Live-Video-Chat und scheinbare Menschen, die scheinbar miteinander sprechen. Lathan schreibt, also dieses gleichzeitig, Wunder und etwas, niemand und jemand. Ja, auf eine Art könnte man das so sagen. Alles und nichts. Auf eine Art könnte man das so sagen. Ja. Könnte auch sagen, selbst scheinbar jemand sein geschieht unpersönlich. Es gibt nicht Wunder und etwas. Denn dieses Etwas ist nur scheinbar etwas, es ist auch nicht etwas. Und niemand und jemand ist nicht etwas. Alles und nichts ist ja gleichzeitig. Es ist alles. Das, was erscheint, ist absolut alles und es gibt nichts anderes. Und gleichzeitig ist es nicht etwas. Es ist nichts. Nichts Bestimmtes. Nicht dies, nicht das, nicht Glas, nicht Computer, nicht sprechen, nicht hören. Es ist nicht etwas, das erscheint als sprechen, als hören, als Zimmer, als. Ja. Könnte auch sagen, vielleicht, es ist real und irreal. Als Beschreibung. Es ist das, was erscheint, ist traumgleich. Von der Qualität her. Yeah. Dankeschön. Joachim schreibt,
Im normalen Leben fühlt sich jemand ohne ich nicht persönlich angegriffen. Ja. Ja. Scheinbar. Scheinbar. Da ist nur, was erscheint. Und es kann sehr persönlich aussehen. Ja, aber hallo. Alles, was erscheint, erscheint unpersönlich. Aber ohne ich, in Anführungszeichen, ist da nicht diese Energie von jemand, die sich als Story persönlich angegriffen fühlen kann. Ja. Hey, cool. Yes, wow. Ahnung davon schreibt, das Ganze ist ein großer Witz. Ja.
Hallo, guten Abend. Okay, Lathan fragt, was ist Liebe, Andreas? Was ist für dich Liebe? Keine Ahnung. Nichts? Nicht etwas? Da ist nur das, was erscheint. Manche würden das Liebe nennen, da ist nur Liebe, dann ist das, was erscheint. Sprechen, hören, Monitor, auf den Monitor schauen, in die Kamera schauen, sich in einem Zimmer befinden, Gedanken, Gefühle, das ist Liebe, da ist nur Liebe. Manche beschreiben scheinbare Zuneigung zwischen zwei scheinbaren Menschen als Liebe, was aber auch nicht etwas ist. Und viele glauben an etwas, das Liebe heißt. Keine Ahnung. Gott oder die Liebe zwischen den Menschen oder was auch immer. Aber es ist eine Story. Da ist nicht etwas, das Liebe ist, sondern da ist nur nicht etwas. Eko da schreibt, das ist es, du hörst liebevoll an. Ich glaube, viele scheinbare Menschen oder viele sind auf der Suche nach Liebe, so wollen geliebt werden, wollen liebevoll sein, wollen endlich lieben können, glauben an die Liebe. Aber da ist nur Liebe. Das kann man nicht finden. Es ist das, was stattfindet. Ist das, was bereits stattfindet.
Liebe muss nicht gemacht werden oder Liebe kann nicht gemacht werden oder erfahren werden in dem Sinn. Als persönliche Erfahrung natürlich eben diese. Ja, gleichfalls. Ich freue mich auch. Cool. Nichts als Spaghetti schreibt. Wie ist das überhaupt möglich, dass anscheinbar jemand sein geglaubt wird? Klammer, das ist keine Frage, das ist ein versteckter Witz. Ja. Ich meine, es ist das, was erscheint. Also das, was erscheint, Einheit, erscheint eben auch als sich, als jemand wahrnehmen. Einheit erscheint auch als scheinbare Trennung. Das ist Einheit. So wie Computer erscheint, Glas erscheint, Körper erscheint. Ja. Ahnung davon fragt, gibt es sowas wie Verantwortung? Scheinbar? Als Story? Meine Verantwortung ist eine Story, eine Geschichte. Ja. Natürlich gibt es sowas wie Verantwortung nicht. Das heißt ja auch Verantwortung für irgendetwas. Das aber nur nicht etwas gibt, ganz auch keine Verantwortung. Ist gemein.
Nee, nee. Gibt keine Verantwortung. Na, dieses scheinbare Ich glaubt eben, dass es macht und tut und handelt. Und es glaubt, dass es die Kontrolle hat. Es glaubt, dass es in seiner Hand liegt. Es glaubt zum Beispiel, Glück machen zu können. Durch richtiges Verhalten, durch Übung, durch Arbeit an sich selbst, durch was auch immer. Ja, es glaubt, dass Leben in seiner Verantwortung liegt. Aber da ist niemand. Und dieses scheinbare Ich macht nichts und tut nichts und hat noch nie was getan. Ja. Verantwortlich sein oder Verantwortung haben, ist Teil von dieser Traumwelt. Das scheinbar nicht. Das an etwas glaubt wie freien Wille, die Wahl zu haben. Und deshalb auch glauben kann, verantwortlich zu sein. Ja. Da ist einfach nur, was erscheint. Und dafür ist niemand verantwortlich. Ahnung davon schreibt, das Wort Verantwortung ist schon komisch.
So, wenn mir irgendwas verlegt, ne? Dann tut mir auch was verantworten. Ekoda fragt, Andreas, arbeitest du noch mit alten Leuten, älteren Leuten? Zurzeit nicht, nee. Zurzeit bin ich ohne Arbeit. Ekoda fragt, hat die Arbeit mit Menschen etwas getan für dein Erwachen? Nö. Nö. Aber es hat auch nichts dagegen getan. Also. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, nicht gearbeitet habe. Also dieses scheinbare Wegfallen geschieht nicht wegen irgendwas, sondern auch nicht trotz irgendwas, sondern es ist einfach auch das, was erscheint. Also. Also nichts von dem, was erscheint oder nichts von dem, was passiert, kann dieses Wegfallen verhindern oder fördern oder beschleunigen. Natürlich ist dieses Wegfallen an sich schon eine Story, eine Geschichte.
Nee. Tut mir leid, sagt mir gerade nichts. Eko da schreibt, ein Lehrer sagte, wenn du deine Arbeiten mit Liebe machst, hast du schon viel für dein Aufwachen getan. Okay, ist eine Story. Ich meine, wer hat die Wahl? Da ist niemand, der die Wahl hat, wie Arbeit getan wird. Da ist niemand, der liebevoll arbeiten tun könnte. Ja. Da ist niemand, der etwas für sein Aufwachen tun kann. Denn es gibt nicht sowas wie sein Aufwachen. Es gibt kein persönliches Aufwachen. Es gibt keine Person. Und alles, was dieses scheinbare Ich glaubt zu tun und zu lassen, führt im Prinzip nirgendwo hin, denn es spielt innerhalb der Traumwelt von diesem scheinbar nicht. Ja. Wenn da liebevoll arbeiten stattfindet, dann findet da liebevoll arbeiten statt. Und da ist dann nur liebevoll arbeiten. Das ist Einheit. Aber es führt nirgendwo hin. Das, was erscheint, führt nirgendwo hin. Nur in dieser Traumwelt des scheinbaren Ich, das in der Wahrnehmung lebt, das in der Wahrnehmung von Zeit lebt, von Ursache und Wirkung, von Sinn und Zweck, das glaubt, richtig leben zu können. Letzten Endes ist da niemand und da ist niemand, der die Wahl hat, welche Gefühle kommen und gehen oder welche Einstellung zum Leben herrscht. Ne? Beziehungsweise überhaupt nur das scheinbare Ich, das Einzigste ist, das eine Einstellung zum Leben oder zu etwas haben kann. Ja. Ohne Ich ist da einfach nur, was erscheint. Es ist real und irreal, aber keine Bedeutung, kein Gut und Schlecht, keine essentielle Wahrheit. Niemand, der in einer generellen Einstellung dem Leben gegenüber lebt. Okay, in diesem Sinn.
Es gibt nichts zu tun, keine Hausaufgaben. Da ist ja einfach nur Wasserschein und das ist alles. Das. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.